Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute haben wir für euch von Eureka das TCOP-Zelt. Das TCOP von Eureka ist ein Auslaufmodell, leider Gottes, weil die Armee inzwischen ein anderes einsetzt, die US-Armee. Die haben jetzt das Lightfighter-Zelt. Meines Erachtens ein Schritt nach hinten. Das ist zwar leichter als das Eureka, aber dafür ist es nur noch ein Three-Season. Zelt. Man muss Zubehör einbauen, um uns wirklich Four-Season zu bekommen. Und genau deshalb stelle ich euch auch heute das alte Zelt vor, das Eureka TCUP. Was ist im Lieferumfang enthalten? Ihr habt hier das Paket. Es ist ein Einmannzelt. Für ein Einmannzelt ist es relativ schwer, sage ich mal. Wir haben 3,5 Kilo. Da gibt es deutlich leichtere Zelte im zivilen Bereich. Aber ihr werdet gleich sehen, nichts, was so robust ist und vor allem für den Four-Season-Einsatz, also gerade jetzt hier im Winter, so geeignet ist wie das hier. Wir haben einmal einen kleinen Packsack für die Heringe. Das sind wirklich sehr hochwertige Aluminiumheringe mit einem großen Kopf auch zum Hämmern und einer Schnur zum wieder rausziehen. Davon haben wir 8 Stück, die Anleitung. Und hier ist noch ein bisschen Schnürung mit dabei, um abspannen zu können. Dann das Gestänge, ebenfalls sehr leicht Aluminium. Insgesamt 3 Stück an der Zahl. 2 fürs Innenzelt, 1 fürs Außenzelt. Die hole ich schon mal raus. Dann haben wir ein umfangreiches Reparaturset mit dabei. Das heißt, alles, was irgendwie geflickt werden muss hier, seht ihr schon, Schnüre, Bungees. Da ist wirklich alles mit dabei, was ihr braucht, um im Feld das Zelt reparieren zu können. Brauchen wir jetzt nicht. Wir haben nämlich ein vollständig intaktes Zelt. Holen wir es mal raus. Noch ein Grund mehr, die alte Version zu kaufen, Woodland, God's Plate. Das beste Camo meines Erachtens, deutlich besser für unsere Gefilde geeignet als Multicam. Und das ist nur die eine Seite, aber das zeige ich euch gleich. So, das ist das Außenzelt, das tun wir mal beiseite. Das brauchen wir nämlich jetzt noch nicht, denn jetzt geht's los mit dem Innenzelt. Das legt ihr erstmal egal wo aus, also nicht da, wo ihr es aufstellen wollt, sondern wirklich einfach irgendwo auslegen, wo ihr Platz habt. Und dann geht es daran, die Stangen zusammenzustecken. Die Stangen steckt ihr an den Ecken jeweils, 4 Ecken habt ihr, in das äußere Loch. Und dann nehmt ihr einfach die Klipse, die immer am Zelt entlang sind, und führt das Gestänge bzw. die erste Stange diagonal über das Zelt. Stange Nummer 1. Damit seht ihr, habt ihr schon eine sehr stabile Struktur. Könnt das ganze Ding jetzt auch nehmen und so platzieren, wie ihr das wollt vom Zelt her. Zum Schluss macht ihr noch hier diese Öse oben in der Mitte fest.
und damit ist das Innenzelt fertig. Am Außenzelt habt ihr auch nochmal eine Stange, die wird einmal komplett durchgezogen. Da sucht ihr einfach hier wieder die Lasche mit den zwei Ösen und dann findet ihr kurz darauf hier auch den Einschub für das Gestänge. Das wird einmal eingeschoben. So, in der Mitte hier über die Schlaufe. Auf der anderen Seite geht es genauso weiter. Und dann hängt ihr auf der Seite schon mal ein. Da ist extrem viel Spannung drauf. Hier empfehle ich auch, die äußere Öse zu nehmen. Sonst kriegt das nämlich gar nicht zusammen. Jetzt so viel Material wie möglich raffen. Ihr habt hier am Ende noch mal eine Schlaufe. Das ist erleichtert die zweite Stange ein bisschen, wenn ihr hier mit dem Finger durchgeht. Dann könnt ihr das schön lang ziehen und dann die Stange einsetzen. Ah, so, sitzt. Damit ist der Bogen fürs Außenzelt fertig. Das wird jetzt auch diagonal zum Zelt aufgebaut, weil ihr habt nämlich mit dem Außenzelt nochmal zwei richtig große Abside vorne und hinten. Das lege ich jetzt einfach drüber. Ihr seht, das Zelt steht so. Das Außenzelt kommt quer dazu drüber. Und jetzt müsst ihr es einfach nur an den Ecken verbinden. Dazu habt ihr hier einen Fastex-Verschluss. Macht den ganz auf, dass es schön locker erstmal ist. Und hängt das hier ein. So. Müsst das so einhängen, weil die Schlaufe hier an dem Fastex-Verschluss, die braucht ihr gleich für die Heringe dann. Ich setze jetzt schon mal ein, dass ihr es schon mal gesehen habt. So. Hier kommt in die Schlaufe dann der Hering. Das Zelt ist jetzt natürlich nicht optimal aufgestellt vom horizontalen Liegen, aber wir wollen jetzt ja auch nicht drin schlafen, sondern das ist jetzt ja nur mal für euch zur Demonstration. Dann richtet ihr das so aus, dass die Naht hier über der Stange läuft. Und dann kann es weitergehen mit der nächsten Ecke. Und damit ist das Zelt eigentlich schon stabil. Braucht man keine zusätzlichen Abspannpunkte. Wenn ihr trotzdem noch mit Leinen arbeiten wollt, habt ihr an den Außenseiten dafür jeweils nochmal Laschen. Und zwei Heringe sind noch übrig, mit denen ihr dann entsprechend nochmal eine Abspannung machen könnt. Ihr habt Eingänge auf beiden Seiten mit Klett und Zipper verschlossen. Dann könnt ihr das auch hier schön aufwickeln. Ist es hier ein bisschen aus dem Weg. So. Jetzt könnt ihr euch vorne eine schöne Plane reinlegen, wo der Hund drauf liegen kann, im Zweifelsfall. Oder euer Rucksack. Maxi, geh mal aus dem Weg. So. So. Jetzt seht ihr, hier ist jetzt ein 90-Liter-Rucksack. Der nimmt jetzt natürlich den kompletten Platz ein, da kann ich nicht mehr einen aussteigen. Aber das Schöne ist, ich habe ja auf beiden Seiten einen Ein- und Ausstieg. Das heißt, hier machen wir einfach wieder dicht und gehen auf der anderen Seite rein. Das Zelt sieht zwar von außen erstmal sehr klein aus, aber in Wirklichkeit ist es für einen Mann wirklich super komfortabel. Also ihr habt hier richtig amtlich Platz. Es sind ungefähr 2,20 Meter in der Länge und 1,20 Meter nochmal in der Breite. Also da ist wirklich, ich habe mit meinem Sohn schon zusammen drin gelegen. Das ist natürlich dann super eng zu zweit, aber alleine hat man hier wirklich amtlich Platz. Da packen wir jetzt mal eine Isomatte und einen Schlafsack rein und schauen uns mal an, wie das dann aussieht. Ihr seht, ich bin 1,80 Meter groß und kann jetzt hier aufrecht sitzen in der Mitte. Stoße ich zwar mit dem Kopf oben an der Decke an, aber das macht nichts, das ist kein Problem. Legen wir uns mal rein. So, ich habe jetzt hier eine Expat Megamat mit 12 cm Dicke, also da ist sogar unten noch genügend Platz, um die Stiefel unten reinzustellen ins Hauptzelt, muss nicht im Vorzelt unter dem Abside stehen, sondern kann hier mit rein. Jetzt machen wir einmal dicht.
Denn eine Besonderheit ist, es ist ein Blackout-Stoff. Das heißt, ihr solltet jetzt von außen relativ wenig Licht sehen, obwohl hier jetzt zwei Lichter gesetzt sind. So, jetzt haben wir aber Sommer und es wird warm. In dem Fall habt ihr auf beiden Seiten ein Moskitonetz. Könnt ihr hier komplett aufmachen, auch wieder hier zusammenwickeln und hier fixieren. So. Und schon habt ihr hier eine schöne Zirkulation von beiden Seiten. Gerade auch wenn es warm ist und ihr das Außenzelt auflasst, könnt ihr hier dann schön die Luft durchzirkulieren lassen von beiden Seiten. So habt ihr von beiden Seiten nochmal perfekt den Luftzug und könnt das hier richtig genießen in dem kleinen Zelt. Tipp Nummer 1 von uns. Das Zelt hat oben jeweils 4 Ösen an den Außenenden nochmal, wo man was aufhängen kann. In der Mitte ist auch nochmal eine zentrale Aufhängung. Und da passt perfekt, haben wir rausgefunden, von Nordisk der Ceiling Organizer. Ja, ich verlinke euch den unten noch in der Beschreibung, aber der passt hier perfekt rein. Da könnt ihr jetzt ganz locker luftig hier eure nassen Sachen oben reinlegen zum Trocknen. Oder auch hier Wertgegenstände. Hier ist nochmal die Transportpouch, die eigentliche. Da könnt ihr dann da auch nochmal was reinhängen. Und habt sogar hier unten dran nochmal eine Lasche. Und genau die brauchen wir jetzt für den Tactical Tipp Nummer 2. Den Tipp habe ich von Robert Bushcraft, auch ein YouTuber. Der hat das in 50 Minuten in dem Zelt hier mal mit erwähnt. Und ich habe es zufällig entdeckt und fand das eine coole Idee. Wollte ich auch mal ausprobieren. Der sagt, von Yuko gibt es hier diese Kerzenlaterne. Ganz simples Ding. Kostet ca. 30 Euro. Zieht man hier einfach auf. Dann hat man die Laterne unten einmal aufschrauben zuerst natürlich. So, die Kerze anzünden. So. Dann schnell den Windschutz drauf, bevor die Kerze ausgehen kann. Und die könnt ihr jetzt hier aufhängen. Jetzt müsst ihr natürlich, also mit dem Organizer zusammen wird es ein bisschen eng. Ich kann die jetzt hier an die Hauptöse in der Mitte hängen. So, muss ich den Organizer ein bisschen zur Seite schieben, aber es geht. Ja, den würde ich abhängen tatsächlich mit der Kerze. So, aber so seht ihr jetzt hier einfach, habt ihr nochmal eine Kerze und die bringt euch nochmal gerade im Winter, wenn ihr das Zelt komplett zumacht, ein paar Grad mehr Wärme und vor allem wird die Kondensatbildung unterbunden. Das macht natürlich hier gerade in der Winterumgebung vielleicht mehr Sinn, die Wüstenseite zu nehmen, weil es ja auch ein monochromer Ton hier ist mehr. Jetzt haben wir noch hier eine durchwachsene Schneedecke, aber wenn das jetzt komplett weiß wäre und hier auch noch Schnee drauf fallen würde, würde das natürlich besser von der Tarnung her sein, als wenn hier ein grüner Haufen wäre. Deswegen, coole Sache, dass man nochmal ein zusätzliches Feature hat, kann man wenden. Ich kann nur sagen, das Eureka TCOP ist ein super geiles Zelt, gerade hier in der Größe für die 4 Jahreszeiten. Ideal. Es ist natürlich etwas schwerer, also wenn ihr vorhabt, ein leichtes Trekkingzelt zu suchen, dann ist das hier die falsche Wahl, aber für alles andere kann ich euch das nur wärmstens empfehlen. Ihr könnt auch das Innenzelt zu Hause lassen und nur mit dem Außenzelt und einem Groundsheet was bauen, also da gibt es unendliche Möglichkeiten, nochmal auch das Gewicht zu reduzieren. Ganz klare Empfehlung von meiner Seite. Holt es euch, solange es noch gibt. Wie gesagt, ist kein aktuelles Modell mehr, von daher nicht immer verfügbar. Verfügbar ist es aber bei Ranger Jack Army Online Store. Der Link ist unten eingeblendet. Habt ihr noch Fragen zum Zelt? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, liken, Abo, subscriben. Und wir sind hier raus. Und ich mache jetzt mal ein Nickerchen. Bis dann, macht's gut, bye bye. Ach ja. Es gibt doch nichts Schöneres als nach getaner Arbeit im Zelt zu liegen.